Sie haben jetzt gerade den Fall der ungeimpften älteren Dame erwähnt. Kann man daraus Rückschlüsse ziehen, was der Unterschied der Verläufe zwischen geimpften und ungeimpften Personen sind? Wir haben gelernt, die ursprüngliche Hoffnung, dass mit der Impfung diese Pandemie endgültig vorbei ist, so ganz ist das nicht eingetreten. Aber auch die jetzige Welle zeigt ja, dass ein riesengroßer Vorteil bei Geimpften natürlich vorhanden ist. Was sehen Sie da im Alltag? Also man meint jetzt, dass die vierte Welle, die wir jetzt haben, milder ist. Der Vorteil ist, wir haben schon 70% geimpft. Deswegen schlägt das im Krankenhaus auch nicht so schlimm auf. Also das stimmt schon auch, wie der Dr. Wüstner gesagt hat, natürlich sind sie milder in dem Sinne, weil man oft, also auch bei mir in der Ordination, hauptsächlich Halsweh, Schnupfen, ein bisschen Husten hat, aber wenn meine Risikopatienten nicht geimpft wären, wären die alle im Krankenhaus. Und da bin ich wirklich dankbar, dass es so intelligente Menschen gegeben hat, die eine Impfung entwickelt haben. Und dass wir bei diesem Punkt stehen, wo wir sind, dass wir 70% impfen konnten. Natürlich wird jetzt die nächste Strecke noch ein bisschen Überredungskunst von uns fordern, aber ich bin da optimistisch, dass man die Menschen trotzdem ihnen das erklären kann, was Sache ist, dass die Impfung hilft. Wir haben nie gesagt, dass die Impfung die Erkrankung nicht abhält, sondern dass wir uns darum bemüht haben, die Impfung entwickelt haben, dass es diese schweren Verläufe nicht gibt, dass die Krankenhausaufenthalte, die Sauerstoffpflichtigkeit, die Atemnot verhindert wird. Und das wird wirklich verhindert. Und darum bitte lassen Sie sich impfen. Jetzt. Was ist